Das ist das Inselspital in Bern. Hier wird gerade eine Operation an einem Hirntumor durchgeführt. Das Schwierige bei einer solchen Operation ist, dass man von Auge Tumorgewebe nicht von gesundem Gewebe unterscheiden kann. Deshalb wird das intraoperative Neuromonitoring eingesetzt. Für das Entfernen des Tumors wird ein Sauger benutzt. Er stimuliert gleichzeitig mit einem konstanten Strom. Falls der Chirurg zu nah an gesundes Gewebe kommt, wird eine Warnung ausgelöst. Dadurch können Komplikationen wie Lähmungen verhindert werden. Das Ganze wird von einer medizinisch-technischen Assistentin von Hand auf Papier dokumentiert. Dies gestaltet es sehr schwierig, später nach bestimmten Daten in diesen Protokollen zu suchen. Hier hilft die Yondo-Software. Mit der Yondo-Software können die papiergeschriebenen Protokolle nach der Operation digitalisiert werden. Die dokumentierten Begriffe werden in eine Ontologie abgespeichert. Damit wird ermöglicht, dass die Daten in eine strukturierte Form abgelegt werden. Mit Hilfe von Beziehungen zwischen den Begriffen kann die ganze Thematik des intraoperativen Neuromonitorings in einen Kontext gesetzt werden. Außerdem werden Abfragen in den Daten ermöglicht. Mit der Yondo-Software und der Ontologie wird ein erster Grundstein für eine systematische Dokumentation im interoperativen Neuromonitoring gelegt. Es wird ermöglicht, Zusammenhänge im IOM besser zu verstehen und Daten schneller zu finden.